Ja, wir sind hier als Ausrichter der Bundesverband Schmuck und Uhren, deutschlandweit aktiv, mit Sitz in Pforzheim. Wir haben heute eingeladen unsere europäischen Kollegen aus Italien, aus Frankreich und vom Uhrenverband der Schweiz. Wir treffen uns einmal im Jahr als Zusammensetzung der europäischen Uhrenverbände in den Ländern, in denen die Uhrenindustrie aktiv ist. Wir treffen uns einmal im Jahr, um über fachliche Themen zu reden, über das Messegeschehen. Dieses Jahr natürlich insbesondere die Nachwirkungen der Covid-Pandemie und die Auswirkungen auf das Messegeschehen weltweit, auf unsere Standardmessen, die wir auf der Welt haben, in Basel, in Genf, in Hongkong, aber eben auch in München auf der Inhorgenta. Wir reden aber auch über viele europäische Themen, Regularien, wie beispielsweise die REACH-Chemikalienverordnung, die wir wie viele andere Industrien auch beachten müssen, wenn wir Teile aus Metall herstellen und dort mit entsprechenden Chemikalien bei der Herstellung in Kontakt kommen. Jetzt sind wir froh, unsere Kollegen endlich hier nach Furtwangen eingeladen zu haben, wo wir zentral am Marktplatz 1,5 Tage tagen werden, aber eben auch das Schöne der Stadt suchen, die Tradition der Stadt suchen und jetzt hier mit unserem Kollegen im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen sind und staunenden Schweizern, Franzosen und Italienern zeigen, wo die Großuhr, wo die Kuckucksuhr, wo die Uhrentechnik in Deutschland herkommt, von Holz zu Metall. Das Deutsche Uhrenmuseum befindet sich in Furtwangen im Schwarzwald, im Herzen der ehemaligen Uhrenregion. Es ist ein sehr altes Museum, es gehört zu den ältesten Technikmuseen weltweit und ist auch eins der ältesten Uhrenmuseen. Wir wurden schon vor fast 170 Jahren gegründet vom damaligen Direktor der Uhrmacherschule. Heute haben wir etwa 8500 Uhren in der Sammlung. So viel können wir gar nicht ausstellen, aber immerhin 1200 Uhren aus den letzten 500-600 Jahren haben wir hier ausgestellt. Die kleinsten Uhren sind nur wenige Millimeter groß und unsere größte Uhr ist immerhin 4 Meter breit und 3 Meter hoch.